Moin und Merhaba, ihr Radio-Junkies. Ja, werft ihr manchmal beim Imbiss einen Euro in den Automaten, solange ihr auf den Döner wartet? Oder habt ihr die Woche auf diese ganzen Champions-League-Spiele getippt? Ja, hin und wieder ist das ja kein Problem, aber wenn man nicht mehr aufhören kann und sich dafür vielleicht sogar verschuldet, wird's gefährlich. Eine internationale Expertengruppe hat gerade in einer Fachzeitschrift dazu eine neue, ja, beunruhigende Studie veröffentlicht. Erkenntnisse, die uns Sorgen machen müssen. Glücksspiel stellt eine massive Gesundheitsbedrohung dar und das nicht nur bei den Betroffenen, sondern auch gesamtgesellschaftlich. Also Familien gehen kaputt, Kriminalität steigt. Cemil Şahinöz ist Glücksspielsuchtberater beim Deutschen Roten Kreuz in Gütersloh und ihn habe ich jetzt am Telefon. Hallo. Hallo, hi. Können Sie aufgrund Ihrer Erfahrung sagen, welche Gruppe von Menschen von Glücksspielsucht am stärksten betroffen ist und warum sie so anfällig dafür sind? Man kann es natürlich nicht so ganz pauschal sagen, aber wenn man sich so die Menschen, die zur Beratung kommen, anschaut, dann geht es häufig um junge Männer, auch mit Migrationshintergrund, vor allem der Migrationshintergrund. Das sehen wir, da ist eine große Steigung. Aber in den letzten Jahren haben auch tatsächlich auch Frauen mit Glücksspielsucht zu kämpfen, weil Glücksspiel nicht mehr in den Spielern, sondern online stattfindet. Das ist auch ein ganz großes Thema aktuell. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist nicht mehr so die klassische Spielhalle. Aber warum sind es denn gerade Absolut. Die Menschen mit Migrationsgeschichte? Was würden Sie sagen? Woran liegt das? Ja, zum einen Teil haben wir da Menschen, die in einem späteren Alter nach Deutschland gekommen sind und hier halt eben Perspektiven suchen. Und dann kommt es sehr, sehr häufig vor, dass sie in der Biografie berichten, dass sie, um zum Beispiel schneller an Geld zu kommen etc., in die Spielhallen, meistens sogar erstmal in die türkischen Cafés und dann in die Spielhallen abrutschen. Und bei Menschen, die hier sozialisiert sind, sehen wir, dass es ganz häufig um Jugendspielsüchte geht. Das heißt halt eben um Fußball, Sportwetten etc., die sehr verlockend sind und nicht als Glücksspiel wahrgenommen werden. Das ist in diesem Klientel sehr weit verbreitet, dass das nicht als Glücksspiel wahrgenommen wird. Und dann ist man dann ganz schnell drin in der Suchtthematik, ohne dass man es merkt. Ja, also mehrere Orte im Prinzip, an denen man verführt Absolut. Wird. Jetzt helfen Sie als Berater. Es gibt auch die Möglichkeit, ja, sich sperren zu lassen als Spielsüchtiger. Aber dazu braucht es natürlich auch erstmal die Einsicht, Hilfe vom Umfeld Richtig. Und so weiter. Wäre es nicht sowieso Aufgabe der Politik, das Thema ernster zu nehmen? Also zunächst einmal, die Spielersperre ist eine sehr, sehr wirksame Methode, die befürworten wir auch. Wir raten jedem tatsächlich auch jetzt hier, auch die Angehörigen, die sprechen, die zuhören, die Spielersperre in Anspruch zu nehmen. Was die Politik anbelangt, ja, auf jeden Fall stärkere Regulierung. Die gibt es ja schon im Glücksspielstaatsvertrag, aber wir erhoffen uns natürlich, dass das noch ganz, ganz klar reguliert wird. Ich meine, wenn wir jetzt zum Beispiel von der Glücksspielwerbung sprechen in Fußball. Ich sag's mal ganz radikal, zum Beispiel Sportwetten haben beim Fußball nichts zu tun. Und da wird man ja davon mit Werbung in diesem Bereich überflutet. Das ist zum Beispiel eine Regulierung, die ich mir wünschen würde. Oder auch in Computerspielen, Apps erleben wir ganz häufig Glücksspielinhalte, wo der Spieler, meistens ein Kind oder Jugendliche, gar nicht merkt, dass er dadurch spielanfällig wird. Das sind so Regulierungen, die ich mir von der Politik noch wünsche, die halt eben nicht nur die Spielhallen betreffen. Glücksspiel kann süchtig machen, öfter als wir denken. Wenn ihr betroffen seid oder jemanden kennt, bei dem ihr das so ein bisschen vermutet, lasst euch oder dieser Person helfen. Helft ihr zum Beispiel beim Deutschen Roten Kreuz. Da ist auch Cemil Şahinöz als Berater tätig. Herzlichen Dank für das Gespräch. Ich habe es lang und wünsche noch einen schönen Tag.